Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit unserer nächsten Mission. Ja, GTA sollen also eine etwas kürzere Folgen, aber geht, das passt ja auch. Muss ja auch nicht immer 1000 Minuten pro Folge sein. Gut, dann sehen wir heute ein bisschen arbeiten. Oh. Für den Ray, für den Guten. Der sitzt hier unten in seinem Klohäuschen, also das ist nicht mehr so weit. Weg. Das ist also hier. Und zwar hier unten sitzt er drin. Das Schweigen des Verräters. That scumbag, McCaffrey! He took more bribes than anyone! He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns dead evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsec property down in Newport. Some apartment behind a car park. Torch that place. That should flush him out when you put them down. Make sure he never talks to nobody. Gut. Das war der Plan. Wir haben ein paar Minuten. Jetzt. So, check das Zeugenschutzhaus aus. Ich brauche mein Auto. Das war da hinten. Ich hätte jetzt gedacht, okay, die wollen jetzt uns angreifen. Ich habe immer so ein bisschen meine Paras. Okay. Ah, da hinten geht es nicht weiter. Okay, das ist jetzt das ist gut. So, jetzt müsste eigentlich demnächst auch in das nächste Gebiet gehen, weil viel haben wir eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel was noch passiert, wenn wir Ray jetzt erledigt haben. Also, ne, jetzt was meine. Seine Mission abgeschlossen haben. Also wir dürfen ihn nicht erledigen, müssen ihn nicht erledigen. So. Ich denke, das machen wir ganz, ganz fix mit der Panzerfaust. Genau, Herr Kollege, fahren Sie mir schön in die Mühle. Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Wer erinnert sich? Richtig. Wir haben nämlich die Autos hingebracht. Das ist da oben. Erledigt. So, das war die erste Mission für Ray. Ich sag ja, das geht manchmal relativ schnell, das funktioniert. Und man weiß, wie es funktioniert. So, die nächste Mission kenne ich auch mittlerweile. Die haben wir ja schon mal, habe ich im Let's Play gesehen, in einem anderen Let's Play gesehen, bei dem anderen bekannten, der bekannten YouTuber, der auch dieses Spiel Let's Play hat. Und dann habe ich auch niemanden, also ich habe nicht wegen Nienburg bekommen, zu sagen, ich mache GTA 3. Nein, das war von vornherein klar, dass ich GTA 3 mache. Wenn wir hier mit durch sind, machen wir dann nämlich mit GTA San Andreas weiter. Also nicht GTA San Andreas selber. Oh, da ist ein Päckchen. Sondern weiter, weil halt, wie gesagt, das ist eigentlich schon angefangen. Das sind doch irgendwie, keine Ahnung, 20 Folgen oder so. Habe ich schon auf meinem Kanal. Hab dann immer nur mal weitergemacht. Deswegen machen wir dann irgendwann danach weiter. So, weil dann haben wir nämlich für GTA 5, GTA Vice City und dann nochmal GTA 3. Und jetzt machen wir noch GTA San Andreas. Und so Lost in Damned haben wir auch mittlerweile auf meinem, haben wir ja auch schon gemacht auf meinem Kanal. Es fehlt dann eigentlich nur noch GTA 4. Muss mal gucken, ob ich das organisiert bekomme irgendwie. So. Das Waffenarsenal. Hey, Chad, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup. And in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but
The old sciatica's playing up. So, good luck. So, ja, vielen Dank. Welch eine Überraschung. So, wann machen wir dann als erstes? Wir müssen also irgendwo hin. So, wurde so Familienkutsche? Ja, ich hab scheiße geparkt. Weg. So, dann fahren wir jetzt mal zurück auf die Straße. So, mal gucken, wo es jetzt hier geht. Also, wie es jetzt weitergeht. Das ist wirklich eine Überraschung, dass hier wieder schön über. Aber hier war die Linksfahren. An den Baustellen vorbeifahren. Ah, die kennen wir, die haben uns schon mal verirrt. Also, die habe ich mich schon mal verirrt auf dem Weg nach. Wir sind im Auto. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Wo kann ich mit dem Panzer fahren? Das ist ja eine Überraschung, nein. Ich muss jetzt warten, Moment. Kommen Sie schon. Hot damn, they're here. Lock the damn door. Wrong Ja, ist klar, Alter. Phil hat's erwischt. Fick dich doch, ey. So, kriegst du nochmal 3 von 100 und ich hab natürlich keine. Wir dürfen wieder zurück zu Ray. Jetzt wird sie uns hier ein Auto gelassen haben. Das Auto heißt sogar noch Cartel. So, wir müssen neue Rüstung holen, wir müssen wieder weiter, also nochmal zurück. Ich weiß, hier ist ein Telefon. So weiter hätte ich auch egal. Dann fahren wir zurück zu guten Ray. Welche Überraschung für die Typen. Okay, dann müssen wir es halt nochmal machen. So, ich brauche Waffen vor allen Dingen. You got any bright ideas what to say? Oh, ja, von der Panzerfaust noch. 6. Oh, super. Okay.
So, was haben wir denn? Zwei der Panzerfahrer? 7 wahrscheinlich, ne? Also ich warte mir 11, okay. Das ist schon mal etwas. So kann ich zumindest ein bisschen arbeiten. So, dann machen wir das nochmal. Ich würde mich wundern, nicht, wenn ich so langsam nicht. Da war ich nicht sicher. Da würde ich mich nicht wundern, wenn wir dann irgendwann mal das zweite Gebiet freigeschaltet haben. Eigentlich müssen wir das ja irgendwann mal. Wie gesagt, wir haben ja nicht mehr so. Jetzt komme ich hier raus. Das schwimmt aber auch, es geht nicht mehr, ne? Wie gesagt, die Mission möchte ich gerne noch machen. Wenn die jetzt fehlt, schickt man mal so in der nächsten Folge. Great phone to head, but I thought there'd be more of you. So, dann müssen wir jetzt einen Moment warten. Bis sie wieder auftauchen. Und eigentlich können sie ja nur hier durchkommen. Da kommen sie. So. So, sieh mal, Phil. Jetzt holen wir jetzt wahrscheinlich noch die Kopfmarke, dass sie nicht. Zu verarschen. So, sieh nach Phil. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. So, dann haben wir das auch erledigt. Mission erfüllt. 10.000. Für was? Vielleicht eine Überraschung. Dann haben wir das erledigt. Das ging dann doch irgendwann. Mit ein bisschen Glück relativ gut. Ich habe mehr Kohle ohne Ende. So. Da ist kein Auto. War's das für heute mit der Folge mit GTA 3. Das haben wir dann aber relativ gut hinbekommen, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, auch unser zweiter Versuch war beim ersten Jahr, da ist er Film gestorben, wir hätten es jetzt alle bekommen.
ich habe jetzt gerade kein Interesse an dieser Telefonmission. Wir können sie aber irgendwann mal machen, wenn ihr Bock habt. Aber bisher irgendwie. Nö. Hey. Aufpassen, dass hier die Karre jetzt nicht in Flammen aufgeht. Den werde ich nicht mehr behalten, der finde ich cool. Und jetzt wollte ich jetzt auch gleich schön unsere Garage. Ich muss jetzt gucken, wo ist die Einfahrt hier unten gewesen. Das ist nämlich einer von den Kolumbianern, vom Kartell. Und dann speichern wir und dann ist hier Feierabend. So, das Spiel wieder speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Morgen um, ich weiß gar nicht, was für ein Tag morgen ist. Morgen wahrscheinlich um 20 Uhr, aber ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, es wechselt immer zwischen 17, 19, 20 Uhr, 17 Uhr dann meistens samstags. 19 Uhr dann am Sonntag. Und um 20 Uhr dann wieder mal am Montag. Also wenn die trotz Livestreams, dass ihr da ungefähr Bescheid wisst. Normalerweise generell geht ja um 20 Uhr bei mir auf Kanal. Naja, schauen wir mal. Bis morgen. Auf jeden Fall. Tschüss.